Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltagen in den Zeitraum von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Wenn das erzählt wird, wow, was wahnsinnige Energien haben wir, dann kann ich dazu sagen, diese wahnsinnigen Energien haben wir jeden Tag, weil es besteht alles aus Energie. Und wir erleben mal so, mal so. Es gibt Tage, wo wir uns bedrückt fühlen, wo uns nicht so gut geht. Und es gibt Tage, wo wir glücklich sind, haben auch Glück. Und das hat mit Portaltagen nichts zu tun. Was sind diese Portaltage? So viel habe ich schon gesagt. Es kommt von die Maya-Kalender und ein Kalender wird berechnet. Und diese Bilder hier, was ich ausgelegt habe, entstanden nicht, weil ich eine Karte gezogen habe, intuitiv, sondern weil die Mayas das so berechnet haben, nach Beobachtungen der Natur, wie sich ihren Kalendersystemen auch aufgebaut haben. Und bei einem Portaltag oder hier in diesem Fall mehreren Portaltagen kommen verschiedene Kalendersysteme zusammen. Und das könnt ihr so vorstellen. Es gibt verschiedene Kalendersysteme. Es gibt Mondkalender, es gibt Sonnenkalender, es gibt auch Bauernkalender, es gibt auch spirituellen Kalender, ist nichts Neues. Und das haben nicht nur die Mayas entdeckt, das haben die Ägypter, das haben die Chinesen, die Naturvölker haben das. Dieses Kalendersystem, was wir benutzen, dieses Kalendersystem hat mit der Natur gar nichts zu tun, das hat Papst Gregor eingeführt und wir nutzen die gregorianischen Kalender. Früher haben wir noch die julianischen Kalender gehabt, was Julius Caesar eingeführt hat. Aber das basiert nicht nach den Naturbeobachtungen, diese präzise Berechnungen. Ich denke, das war eher Machtposition. Wenn du einen Kalender gehabt hast, dann muss ich auch einen Kalender haben. So könnte ich mir das mal vorstellen. Aber ich möchte nicht die Kalendersystem, was wir benutzen, kritisieren oder erneuern oder verändern. Wir haben uns daran gewohnt. Aber zum Erkennen, es gibt präzisen Kalenderberechnungen und das ist die Beobachtung, nach der Beobachtung die Natur, die Bewegung Sonne, Mond und die Sterne, die wiederkehrenden Zyklen. Und wenn wir diese Kalender nutzen in unserem Alltag, dann sind wir mehr im Einklang zur Natur. Und das sind großartige Chancen, Möglichkeiten, gerade bei diesen Portaltagen, weil hier öffnet sich eine Tür zu einer anderen Schwingung, ein feinstoffliches Energiefeld. Und das bringt uns auch näher, das mal verstehen, was für Kalendersysteme wir haben und mal Gedanken machen, ob das nicht Sinn hat, diese etwas fremdartig erscheinenden Kalendersystem wie die Maya-Kalender mal näher kennenlernen. Bei Portaltagen passiert Folgendes. Hier trifft zwei verschiedene Kalendersysteme zusammen. Die eine schließt den anderen nicht aus.
Der eine Kalendersystem, das was den Alltag betrifft, einen alltäglichen Kalender. Das begrenzt sich mehr auf unserem Sonnensystem. Sonne, Mond, Sternen und wie sich die Planeten sich bewegen in unserem Sonnensystem. Unser Sonnensystem bewegt sich aber auch, und das ist eine spiralförmige Bewegung und kreist um eine zentrale Sonne, und diese zentrale Sonne heißt Alkyone, ein Stern von den Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Die zentrale Sonne ist Alkyone, und da kreisen die anderen Plejaden und auch unserem Sonnensystem. Wir sehen hier, sind wir einen höheren Ebenen. Energetisch bewegen wir uns dann in einen feinstofflichen Energiefeld. Und bei Portaltagen haben wir die Einklang, die eine Kalendersystem, was unseren Alltag betrifft, und diesem feinstofflichen Energiefeld, was als spirituellen Kalender gilt, hier treffen sich zusammen. Und es sind großartige Chancen, Möglichkeiten, uns spirituell weiterentwickeln. Oder dieses Gefühl haben, in einen höheren Bewusstsein zu kommen oder das Göttliche verspüren, auch das Göttliche in uns, die Schöpfung. Und das sind die Chancen, Möglichkeiten, was ich bei diesen Portaltagen erkenne und möchte ich auch weitergeben. Es gibt verschiedene Frequenzen oder Tönen, und das ändert sich auch. Alle 13 Tage ändert sich diese Welle. Wir befinden uns momentan in fünften Welle bis 13. Februar. Und dann wechselt sich das. Bis 13. Februar in dieser fünften Welle heißt, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Es wird symbolisch wie ein Baum dargestellt. Und in diesem Zeitraum verspüren wir die Bedürfnis, etwas befestigen. Oder haben wir die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, irgendwo angekommen zu sein, verankert zu sein, verwurzelt zu sein, oder wir gehen zurück zu unserem Wurzel, unserem Ahnen, unserem Vorfahren, die verstorbenen Seelen, unseren Traditionen auch. Und das, was uns Halt gibt, und das, was wir gerade auch erleben, wie wichtig das ist. Weil genau das gibt Halt in unserem Leben. Und von hier aus kann alles wachsen und dehnen, und dann streben wir nach oben. Und das ist die Verbindung zum Himmel. Und das sind großartige Chancen, uns weiterentwickeln, nach oben schauen. Aber ohne unseren Wurzel zu verlieren. Wir verbinden beides. Und das, was wir erleben, das ist ein wichtiges Thema momentan in unserem Leben. Und das wirkt, wie ich schon sagte, bis 13. Februar. In diesem Zeitpunkt werden wir einiges überprüfen. Was wollen wir befestigen? Oder welche Kontakte sind für uns wertvoll und möchten wir das befestigen? Und was stört bei dieser Sicherheit, Stabilität?
das auch überprüfen und von vieles loslassen, verabschieden wie Gewohnheiten oder Kontakte oder Lebensumstände, was eben diese Sicherheit, Stabilität stört. In dieser Zeit werden wir viele Kontakte haben, weil die Kommunikation ist auch sehr wichtig, auch die klärenden Gespräche, auch die Orientierung, was wollen wir befestigen, wovon möchten wir loslassen, verabschieden. In dieser Welle, wo wir uns gerade nach diesem Kalender befinden, prägt gerade die Feuerelement, und das ist die Begeisterung, die Aktivität, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und Mut und Kraft haben einiges in Bewegung setzen. Im heutigen Tag, am 12. Februar, im 12. Februar 2019, wirkt die Zahl 12. Die Mayas haben die Zahl 12 so gezeichnet, zwei Linien und zwei Punkt, hat mit dem 12. Februar dieser Zahl 12 gar nichts zu tun. Das ist gerade ein Zufall, dass das 12 die Zahl ist und den Tag ist auch 12. Februar. Das ist nur ein Zufall. Die Mayas beschreiben die Zahl 12 als Sammeln etwas, Sammeln von Erfahrungen, Sammeln von Informationen und dann die Überblick schaffen. Und wenn wir diesen Überblick haben, die Klarheit auch nach diesem Sammeln von Eindrücken, Informationen, dann Entscheidungen treffen. Und das Wichtigste ist, worauf wir dann achten sollen, was will unserem Selbst dazu sagen. Jetzt haben wir vieles, vieles gesammelt. Was wollen wir davon behalten, befestigen? Und hier brauchen wir auch die Selbsterkenntnis, die Selbstliebe und selbst die Entscheidungen treffen und überlegen, was möchte ich davon behalten und was ist das, was überflüssig ist. Und diese Zahl, diese Information wirkt auf unserem heutigen Tag, und so haben das die Mayas beschrieben. Es ist nicht mein Gedanke, meine Idee, sondern nach ihrem Kalender wird das so geordnet. Kan ist die heutige Tagesenergie und das ist die Symbol, das ist ein Maya-Symbol, und diese Kan bedeutet Samen, aber bedeutet auch Netz. Und die Energie oder die Botschaft von diesem Symbol Kan, was über unserem heutigen Tag herrscht, heißt Netz oder Netzwerk, die Gemeinschaft, Wachstum, Entwicklungen, die Kreativität zu leben und handeln, uns ausdehnen, Kontakte suchen, zeigen, was wir können, die Verbindungen, die Unterstützungen, handeln, Netzwerk, die Spinnen ausweben oder ein Netzwerk aufbauen, die sozialen Kontakte. Aber es ist nicht nur dieses Netzwerk, was hier in diesem Symbol vermittelt wird, sondern auch Samen, etwas aussehen, etwas starten, etwas beginnen, wo wir das Vertrauen haben, ja, das wächst und dehnt, ich habe das gut eingepflanzt. Und ich kann handeln und auf die sozialen Kontakte achten. Dieses Symbol Kan verbindet uns mit dem großen Netzwerk, das Leben. Und das ist das kosmische Netzwerk. Und durch dieses Netzwerk, auch dieses kosmische Netzwerk, wir können natürlich jetzt übertragen auf Internet,
Die Mayas haben das als kosmische Netzwerk gesehen. Hier bei diesem Netzwerk sammeln wir Informationen. Und dann überlegen wir, was können wir davon nützen? Wie sollen wir handeln? Und das, was uns nützt bei diesen Informationen oder Eindrücke, Möglichkeiten, Chancen, was wir in diesem Netzwerk entdecken für uns, das ist wie eine Abenteuerreise, wie eine Entdeckungsreise, aber Kontakte, Kommunikation auch. Das Wichtigste, Informationen, das sollen wir dann, nachdem wir das alles gesammelt haben, das bewahren, was für uns wichtig ist, und das einsehen. Dann haben wir die Samen und das trägt Früchte. Und hier ist wichtig, die Verbindungen suchen zum anderen. Dann die Informationen aufnehmen. All das, was uns wichtig ist, bewahren und sehen. Und wir wissen, das ist die Fruchtbarkeit. Wir müssen zwar geduldig sein, aber das, was wir gerade einpflanzen, das trägt auch Früchte. Im Natur bedeutet dieses Symbol Kan aussehen etwas, was uns Wachstum verspricht. Kraftplatz ist das Meer, Wiesen oder Wald. Krafttier ist Salamander, Eidechse und Spinnen. Die Halbedelstein ist Zitrin oder Tigerauge. In die körperlichen Ebenen hat einen Einfluss auf unsere Rippen, Bindegeweben und Nieren. Dieses Symbol heißt Kan, übersetzt heißt Netz, Netzwerk oder Samen, aber wird auch als Eidechse beschrieben. Und jetzt schauen wir die Mondenergie. Chikchan ist die heutige Mondenergie und das bedeutet, wir sollen Informationen sammeln, wir sollen auch aktiv sein, das ist eine feurige Elementenergie hier, aber wir sollen die Gleichgewicht nicht verlieren, das innere Gleichgewicht, also im Balance bleiben und die Quelle suchen, weil diese Quelle, und das ist nichts anderes als die innere Ruhe, die innere Gleichgewicht, aber auch unserer Intuition natürlich auch, von hier aus, von diesem Quelle aus, kommt alles ins Ausdruck. Und wir verbinden uns heute Körper, Geist und Seele und das kommt gerade in Ausdruck. Und in diese Richtung sollen wir konzentrieren, was uns wichtig ist. Mit anderen Worten, auf den Wesentlichen konzentrieren. Und hier diese Symbole zeigt auch die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance und die Chancenmöglichkeiten, weil heute ist wichtig, die Netzwerk, das kann Internet sein, auch ein kosmisches Netzwerk, sammeln, die Informationen und dann aussortieren, was ist für uns wichtig, was weniger und das, was für uns Bedeutung hat, weil uns das begeistert, dann sollen wir mit Chikchan-Energie, das ist ein Mond, Chikchan hat jetzt auf die Mondbewegung einen Einfluss, dass mit dieser Energie wirklich auf dem Wesentlichen konzentrieren, was uns auch wirklich begeistert und dann diese Samen nehmen und diese Samen einpflanzen und im Vertrauen bleiben, dass von hier, von diesem Boden wächst und dehnt alles. Und das war die heutigen Portaltag am 12. Februar 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.